über Derek Rostagno wollen wir gerne ein bisschen mehr erzählen, weil das ein Spieler ist, der in Deutschland ja doch noch etwas unbekannter ist. Und es gibt sogar einen deutschen Bezug zu diesem Spieler. Seine Mutter Helga ist nämlich eine Deutsche. Nun muss ich Sie allerdings noch ein bisschen verwirren, denn sein Vater ist ein Argentinier italienischer Abstammung. Also, ein Italo-Argentinier mit deutscher Mutter aus Amerika spielt hier gegen Ivan Lendl. Günter Bosch wird Ihnen sicherlich gleich ein bisschen mehr erzählen über seine Tennistechnik. Ich will im Augenblick nur sagen, dass er als Kalifornier dieses typische Aufschlag-Flugballspiel spielt, das in Kalifornien fast schon so etwas Tradition auch auf Clubebene ist. Und Günter Bosch kennt ihn recht genau, weil er zum Beispiel in diesem Jahr auch in Bristol gegen Christian Satriano gespielt hat. Christian hat ihn geschlagen, nicht wahr? Ja, Christian hat ein sehr schweres Spiel gegen ihn gewonnen, musste sogar Matchbälle abwehren. Das war ein sehr interessantes Spiel, weil beide Spieler, sowohl Christian wie auch Rostagno, dasselbe Spiel machen, Aufschlag-Volley. Rostagno hat nach diesem verlorenen Spiel gegen Christian auch sehr gut in Wimbledon gespielt, sehr gut in Washington gespielt und war auch letzte Acht in Indianapolis. Und hier haben wir auf dem Bildschirm, wie er hier bei den US Open weitergekommen ist, zuletzt gegen Agenor, vorher gegen Mayotte Davis. Zum ersten Mal ist er in einem Grand Slam Turnier so weit gekommen und heute muss er sich natürlich gegen Ivan Lendl etwas ganz Besonderes vornehmen. Vor 5 Minuten habe ich ihm und seinem Trainer noch alles Gute gewünscht. Gestern haben wir uns lange Zeit über dieses Spiel unterhalten, weil er ja zum ersten Mal gegen Lendl spielte. Er hat ihn zwar öfters gesehen und verfolgt, aber gegen ihn hat er noch nicht ein einziges Mal gespielt. Und das ist doch ein besonderes Gefühl, wenn man gegen die Nummer 1 der Welt spielt, der Weltrangliste spielt. Und da wollte er sich doch noch einige Informationen holen. Lieber Herr Günter Busch, das können Sie uns sicherlich gleich noch erzählen, denn das Match wird recht lange dauern. Ich gebe noch einmal kurz zurück an die Sendezentrale. Hallo, wie geht's denn heute? Dieser Mann braucht Hilfe. Er will seinen Arzt anrufen, aber er schafft es nicht. Trotzdem ist er nicht hilflos. Über einen Kontaktgeber alarmiert er eine Notrufzentrale. Dort kennt man seine Krankengeschichte. Herr Dr. Lübke, sofort wird der zuständige Arzt angerufen. Der glückliche Ausgang dieser Geschichte ist keine Utopie, sondern ein Beispiel für den sozialen Einsatz neuer Technologien, die von der Post gerade erprobt werden. Unternehmen Post. Moderne Technik für den Menschen. Sagen Sie, wie schützen Sie eigentlich Ihre Haut? Vor Umweltbelastungen, Luftverschmutzung, Witterungseinflüssen? Ich nehme Kamillgesichtscreme mit natürlichem Kamillenblütenöl. Schon jahrelang. Wie wirksam Kamillgesichtscreme schützt, kann ich sogar beweisen. In einem ganz ungewöhnlichen Test. Mit Brennnesseln. Hier, nichts passiert. Toll, nicht? Wenn Kamillgesichtscreme hier vorschützt, dann vor Umweltbelastungen erst recht. Und nur geschützte Haut bleibt glatte Haut. Der Schutz von Kamill zum Wohl ihrer Haut. Hallo. Hallo, Victor. Ball to the chair's left.
seats quickly, please. Ready to play. Thank you. Quiet, please. Ristagno to serve. First set. Quiet, please. Thank you. Quiet, please. Like. Love 15. Game Ristagno, first game. Ristagno gewinnt sein erstes Spiel mit 40-30. Unterwegs und können wir erzählen, was Sie in der Umkleidekabine mit ihm noch besprochen haben und wie das zu diesen ersten Bällen passt. Ich muss ein klein bisschen warten, weil die Maschine über uns einen sehr großen Lärm macht. Meine Beziehung zu Ristagno und auch zu seinem Trainer war und ist sehr gut. Wir haben sehr oft in diesem Jahr zusammen trainiert, sowohl auf den Turnieren und der Vorbereitung vor Wimbledon auf Rasen in Beckenham, Queens in Bristol und dann anschließend auch in Wimbledon. Wir haben gemeinsam trainiert, auch in Washington, in Stratton Mountain. Ja, es gibt zwar keine freundschaftliche Beziehung, aber doch eine sehr sportliche Trainingsbeziehung und auch was so die Matches betrifft. Sein Trainer ist ein sehr ruhiger und sehr aufmerksamer Vorbereiter von Ristagno. Er ist genau das Gegenteil von Ristagno. Ristagno ist ein sehr temperamentvoller Mensch und auch Spieler. Aber erstmal gucken wir uns dieses Aufschlagspiel von Lendl an. 0-1, erster Satz.
30-15. Da ist noch einmal Wiederholung dieses Aufschlages. Game Limbaugh, one off. Vielleicht haben die Experten unter Ihnen bei der Wiederholung des Aufschlages sogar gesehen, dass Ivan Lendl diesen Aufschlag mit einem Rückhandgriff schlägt. Eins beide. Und jetzt kommt die Kanone, die zum Fürchten schnell war. Musste sich davor hüten, das Netz zu berühren, aber es ist ihm gelungen, 40-30. Sehen Sie, wie eng er dran war. Zu einem für Derek Brassagno und jetzt Günter Bosch, können Sie noch ein bisschen mehr über ihn erzählen, wenn die nächste Maschine vorbei ist.
Castagno ist ein sehr verzappelter, ein sehr unruhiger Spieler, ein bisschen zu viel Temperament. Er kann dieses Temperament sehr schwer zügeln, nur in einem sehr aggressiven Spiel kommt er zur Ruhe. Er ist kein Verteidigungsspieler, er ist mehr ein, also mehr ein hundertprozentiger Angriffsspieler. Er muss natürlich nicht viel tun, aber sehr genau spielen, ist ganz normal gegen einen Gegner wie Lendl. Sein Aufschlag ist eigentlich ein Aufschlag, der den Lendl wirklich ein bisschen durcheinander bringen könnte, weil er genau wie Edberg mit einem sehr akzentuierten Kickaufschlag nach vorne kommt. Und weil Lendl eben so weit hinter der Grundlinie steht beim Retournieren, so bekommt ja dieser Kickaufschlag immer mehr Drall und springt immer höher ab. Und Lendl hat es zwar besser gemacht in diesem Aufschlagspiel von Rossano, indem er Slice versucht hat zu retournieren, das heißt etwas näher an der Grundlinie stand und den Ball etwas im Aufstieg schon zurückschlug. Ich glaube, es wird praktisch ein Aufschlagspiel sein, in dem jeder Spieler versucht, sein Aufschlagspiel zu gewinnen. Und in dem Augenblick, in dem einer von den beiden das Aufschlagspiel verliert, so glaube ich, ist auch der Satz vorbei. 1-2, erster Satz, Aufschlag Lendl. Das erste Ass von Ivan Lendl beendet dieses Aufschlagspiel mit einem glatten 40-0, zwei beide. Und was Günter Bosch uns über den Aufschlag, über den Drall und Twist dieses Aufschlages erzählt hat und wie Lendl ihn jetzt nehmen wird, das können wir nun beim Stand von 2-2 beim Aufschlag Rostanio noch einmal beobachten. Rossano zeigt dem Schiedsrichter selbst an, dass er den Ball berührt hat. Sehr fair, 15 beide. Und für dieses faire Verhalten gibt es extra Beifall. Yeah.
Und der erste Breakball für Ivan Lendl. 30-40. Die Gefahr für Rostanio ist zunächst vorbei. Der erste Aufschlag, den wir noch einmal in der Wiederholung sehen, machte den Return für Lendl so schwer, der kam zu hoch und daher konnte die Rückhand den Ball dann töten. Vorteil Rostanio. Erneut ein Breakball für Lendl. Es ist sehr schwer, diesen Halbflugball auf der Rückhand zu spielen. Da hat etwas auf dem Platz gelegen. Rostanio hat es aufgenommen und dem Balljungen gegeben. Vorteil Lendl. Das war sehr schön und was er anschließend macht, sah ein bisschen lässig aus, aber es war auch dennoch sicher genug. Einstand. Der Ball war drin. Jetzt kommt der hohe Ball. Und der dritte Breakball für Lendl. Enorme Anstrengungen bei diesem Aufschlagspiel von Rostanio. Stöhnt er immer so, Günter Bosch? Ja, ja. Einstand. Zu lang. Das war der dritte Doppelfehler. Zum vierten Mal. Breakball Lendl.
Und da kommt mit dem vierten Breakball auch der vierte Doppelfeder. Rostanio verliert. Lendl geht 3-2 in Führung. Wir melden uns gleich wieder. Können es sich moderne, sportliche Frauen erlauben, Schokolade zu essen? Ich heiße Ulrike Jokil, also ich esse unheimlich gerne Schokolade. Ich stehe sogar manchmal nachts auf und hole mir welche. Aber sie muss unbedingt leicht schmecken, wie die Jogurette. Die schmeckt ganz toll nach Joghurt, Erdbeeren und Schokolade. Und deswegen mag ich sie so gern. Ja, die Jogurette, die schmeckt so himmlisch joghurtleicht. Zahnstein kommt immer wieder und muss vom Zahnarzt entfernt werden. Denn Zahnstein kann zu gefährlicher Parodontose führen. Mit Blendamed Formel Z können Sie sich wirksam und zuverlässig gegen Zahnstein und Parodontose schützen. Blendamed Formel Z schützt vor Zahnstein und vor Parodontose. Viertelfinale der Herren in Flushing Meadow. Wir sind direkt dabei. Im Spiel zwischen Ivan Lendl und Derek Rostanio. Erster Satz und Lendl hat, nachdem zum ersten Mal Rostanio seinen Aufschlag verloren hat, eine 3-2 Führung und nun den eigenen Aufschlag. Ready to play. Thank you. Quiet, please. Der Ball war drin. Mit ein bisschen Glück an Netzrolle, aber immerhin sehr schön platziert. Hier sieht man ihn. Ohne Netz wäre er vielleicht sogar ins Aus gegangen. Da gibt es ein O und ein A und Beifall für Lendl, denn das war ein fantastischer Ball an der Linie entlang. Jetzt kommt er, wir sehen es in der Wiederholung. Guter Durchschwung des Schlägers, direkter Punkt, 40-30.
Und die 4:2-Führung für Ivan Lendl. Ein bisschen hat er gefährlich gelebt in diesem Aufschlagspiel, zunächst bei 0:30. Aber dann gewann er in ununterbrochener Reihenfolge die nächsten Punkte. Zweifel im Publikum, ob der wirklich über die Grundlinie gegangen ist, aber so wurde es angezeigt. Und damit 15 beide. Das sind leider schon 5. Wieder Breakbälle für Lendl, 15:40. Und mit diesem sechsten Doppelfehler verliert Derek Rastanio sein Aufschlagspiel zum zweiten Mal. Ivan Lendl 5:2 in Führung. Günter Bosch, die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt. Worüber wurde denn gesprochen unmittelbar vor dem Spiel? Ja, also es fällt mir ziemlich schwer, über diesen Spieler so ein bisschen zu erzählen. Ich habe echt einen Knoten im Hals und ich kenne ja seine ganze Situation sehr genau. Und wenn ich mir das so hier angucke und die Zuschauer und Sie selber, Herr Geismar, und die Zuschauer in Deutschland, die gucken sich das so an und sagen, also der bringt ja überhaupt nichts und der wird hier ganz glatt verlieren. Aber warum er so verliert oder warum er eigentlich seine ganze Leistung oder seine beste Leistung nicht bringen kann in diesem Spiel, darüber machen sich bestimmt sehr wenige Gedanken. Und ich kenne ja genau seine Situation und deswegen habe ich auch diesen Knoten im Hals, weil dieser Junge, der hat erstens einmal überhaupt keinen Vertrag. Wenn Sie sich ihn so angucken, da spielt er ja ganz in Weiß. Das heißt, er bekommt von keiner Bekleidungsfirma einen Pfennig. Ja. Er spielt einen Schläger, von dem er auch keinen einzigen Pfennig bekommt. Das ist ein Spieler, der im Wohnwagen von Turnier zu Turnier reist. Sie können sich vorstellen, von Stratton Mountain zum Beispiel nach Indianapolis in den Wohnwagen zu fahren und da zu übernachten oder genau hier in Flushing Meadow im Wohnwagen zu wohnen, ja, und hier zu spielen und unter den letzten 8 zu kommen, das weiß niemand. Und das möchte ich einmal ganz deutlich zum Ausdruck bringen, denn
ein Spieler Nummer 40 der Weltrangliste, wie der eigentlich lebt und was er eigentlich verdient. Er lebt eigentlich nur von dem Preisgeld, das er hier bei diesem Turnier sich schwer erarbeitet. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist vielleicht die, dass er bis jetzt ja nur auf den Nebenplätzen sich durchbringen musste. Gut gegen Tim Majota hat er auf Platz 16 gespielt. Das ist ja schon ein Platz, wo es da Tribünen gibt und wo 2.000, 3.000 Zuschauer zugucken können. Aber dann ist er gezwungen, sein entscheidendes Spiel, wo er wirklich zeigen möchte, was er kann, ist er gezwungen, hier auf einem Platz zu spielen, wo Lendl dreimal gespielt hat und er zum ersten Mal in seinem Leben spielt. Ich meine jetzt dreimal Lendl in diesem Turnier. Und dann fällt es ihm natürlich sehr, sehr schwer, hier zu zeigen, was er eigentlich kann. Er versucht es, aber es klappt nicht. 5:2 im ersten Satz, Aufschlag, Lendl bei 15:0. Weiß ich was. Und drei Satzbälle für Ivan Lendl. Der erste Satz ist entschieden, 6:2, allzu klar für Ivan Lendl nach 32 Minuten. Ohne Seitenwechsel geht es weiter, Aufschlag Rostagno. Schade. Lendl hatte damit gerechnet, dass er ihn quer über das spielt man auch normalerweise. Denn diesen kurzen Ball spielt man meistens cross. 0:30. Wunderschöne Reaktion. Tolle Reflexe. Tony Roach mit der blauen Mütze, der Trainer von Lendl. Dahinter saß Samantha Frankel. Yeah.
Der erste Volley war schon im Aus. Dieser da. Da Glück gehabt. Mit diesem Netzroller hat er Glück gehabt, ja. Und geht 40-30 in Führung. Enormer athletischer Einsatz. Gut aufgeschlagen auf den Körper. Der Mann aus dem Wohnwagen, wie uns Günter Bosch erzählt hat, geht also in diesem zweiten Satz mit 1-0 in Führung. Und die Geschichte mit dem Wohnwagen kann ich noch ein klein bisschen ergänzen. Er hat nämlich im letzten Jahr sich zwei gebrauchte VW-Kleinbusse gekauft. Den einen hat er an der amerikanischen Westküste in Kalifornien stehen lassen, den anderen an der amerikanischen Ostküste. Und dann ist er mit den Flugzeugen, die hier diesen schönen Lärm machen, zwar hin und her geflogen von Küste zu Küste, aber bei den einzelnen Turnieren in der jeweiligen geografischen Küstenlage, da ist er mit seinen VW-Bussen hin und her gefahren von Turnier zu Turnier und hat dann eben, wie Günter Bosch schon erzählte, da drin geschlafen. Und Ivan Lendl, der Tennismillionär mit seiner großen Villa hier, einer Luxusvilla und eigenen Tennisplätzen zum Trainieren, die direkt daneben liegen. Ivan Lendl also hat es bisher im ersten Satz nicht so schwierig gehabt, nicht nur nicht so schwierig, sondern recht leicht 6-2 in Führung zu gehen. Aber im zweiten Satz liegt er nun mit 0-1 zurück. Neue Bälle. Aufschlag Lendl. So kann er Tennis spielen. Und ich wünsche mir ja gar nicht mehr. Er soll ja nicht unbedingt gewinnen, obwohl, wenn er gewinnen kann, soll er gewinnen. Aber er soll wenigstens das zeigen, was er normalerweise gegen einen Tim Mayotte gezeigt hat.
14-15. Schöne Beinarbeit, schöne Stellung zum Ball. Da macht Costanio genau dasselbe, was wir von Ivan Lendl so oft sehen. Eine Vorhand, die für den Gegner unerreichbar wird. Der Ausgleich zum 1:1. Liebe Zuschauer, falls Sie ein bisschen später nach Hause gekommen sind, wir sind in einem Viertelfinale der Herren direkt im Flushing Meadow dabei, im zweiten Satz. Der Spielstand 1-2, nachdem Ivan Lendl den ersten Satz mit 6:2 gewonnen hat. Ja, ich glaube, die Wiederholung hat es bestätigt. Er war wirklich drin. Kein Zweifel an dieser Entscheidung. 0:15. Ein bisschen hat Lendl aber auch Glück mit diesen Bällen, die nahezu direkt auf der Linie sind. Ist das, gehört dazu, wollte ich sagen, ist das nur Risiko oder ist das allein Können? Kombination zwischen Können und Glück. Immer der Bessere hat Glück. Das erste Aus von Ostanien. Ready, 40.
Break bei Lendl. Und erneut gibt es einen Doppelfehler, ich glaube es ist der siebte, und damit eine 2-1-Führung für Lendl im zweiten Satz. Die Anstrengung, den eigenen Aufschlag durchzubringen, führt leider bei Derek Rostagno doch immer wieder zu Fehlern. Günter Bosch, aber wir wollen nicht behaupten, dass er ein trauriger Mensch sei. Dieser temperamentvolle Amerikaner, hat er Ihnen schon mal was auf dem Klavier vorgespielt? Ja, ja, er ist also sehr musikalisch, das hat er wahrscheinlich von dem Vater. Seine eigentliche Muttersprache beherrscht er nicht, er spricht kein Deutsch, spricht hervorragend Spanisch und Englisch. Ja, also im Gegenteil, man kann sagen, dass er ein sehr lustiger, ein sehr lebensfreudiger Mensch ist. Natürlich bedrückt ihn bestimmt dieses Spiel, das er hier vorzeigt, und kann so nicht richtig aus sich heraus, dass er auch ein bisschen von dem was zeigt, was er menschlich so gut außerhalb des Platzes macht, dass er ein bisschen seine Gefühle auch während des Tennisspiels zum Ausdruck bringt. Das kann er nicht, weil er so weit zurückliegt. Dieses Break war natürlich wieder ein großer Schlag für ihn, denn sein Aufschlag ist eigentlich seine Stärke, und die 7 Doppelfehler, die er hier gemacht hat, glaube ich, hat er nicht zustande gebracht in den 4 Spielen, die er bis jetzt gemacht hat. In den 4 Spielen in den Runden vorher. Ja. 6-2, 2-1 für Lendl, Aufschlag Lendl. 15-0. War nicht schlecht. Das war ausgezeichnet.
damit die 3:1 Führung nach diesem Fehler von Rossanio für Ivan Lendl. Und Rossanio ist nun doch sehr ärgerlich über den Ablauf dieses Spiels. Ja, also das Ergebnis scheint keine Rolle mehr zu spielen. Es ist eindeutig, dass Lendl dieses Spiel beherrscht. Bisher beherrscht. Aber ich kenne diese Problematik dieser Mittelklasse-Spieler, die sich so um den Ranglistenplatz 50 bewegen. Etwas höher, etwas tiefer, schließlich und endlich ist Christian auch einer dieser Spiele. Und ich kenne genau die Situation, in denen sich solche Spieler befinden. Die kriegen plötzlich in solchen Spielen schwere Beine. Und damit verliert Rossanio auch dieses Aufschlagspiel. Wir melden uns gleich wieder. Wie ist es bei Ihrem Haar? Sie wissen ja, die Hitze beim Föhnen, Färben, Dauerwellen können Ihr Haar belasten. Darum schütze ich mein Haar mit Kamillenshampoo. Es hat Kamillenblütenextrakt und schützt erstaunlich gut. Beim Waschen legen sich pflegende Substanzen mit Kamillenblütenextrakt fein ums Haar, glätten es und schützen es vor Belastungen. Gepflegt mit Kamillenshampoo ist mein Haar geschützt. Ich sehe und fühle es. Kamillenshampoo. Geschütztes Haar bleibt schönes Haar. Mumm mit dem trockenen Akzent. Manchmal muss es eben Mumm sein. Zurück im Flushing Meadow bei einer 4:1 Führung im zweiten Satz für Ivan Lendl. Günter Bosch, die erwähnten ihren Schüler Christian Stacciano, der im Augenblick auf Platz 70 der Weltrangliste steht. Rossanio ist Nummer 52. Ist das wirklich so, dass die dann vor lauter Bedrückung gegen die Nummer 1 antreten zu müssen, schwere Beine bekommen? Ja, nicht nur gegen die Nummer 1. Gegen jeden Topspieler kriegt man da schwere Beine und kann eigentlich nicht das bringen, was man normalerweise in den vorangegangenen Spielen gebracht hat. Es ist entweder ein Überpowern da, das ja auch Rossanio versucht hat am Anfang. Er wollte genauso fest draufhauen wie Lendl. Oder es sind dann diese leichten Fehler, die man vor lauter Bedrückung macht. Und aus diesem Tief ist es fast unmöglich herauszukommen, sich zu befreien. Es ist ein ungleicher Kampf. Love
Love 40. Ein schöner Wechsel und nach dem Fehler von Lendl hat nun Ostanio zum ersten Mal drei Breakbälle bei 0,40. Immer noch ein Breakball. Dieser Angriff war zu gefährlich, weil Lendl so hervorragende Passierbälle schlägt und Rostanio hätte fast seinen Schläger zertrümmert. Naja, auf die Vorhand vom Lendl darf man nicht so angreifen. Deuce. Alle drei sind weg. Einstand. Verständliche Frustration im Gesicht dieses Spielers. On the baseline. Advantage Lendl. Ja, ja, Oberrohr, wenn Lendl sagt, er ist im Aus, dann muss Kaufmann auch sagen, er ist im Aus. Linienrichter Kaufmann im Stuhl entscheidet gegen den Linienrichter an der Grundlinie. Der hatte den Ball gut gegeben, aber auch für uns sah zu weit aus, war im Aus. Vorteil Lendl. Ivan Lendl mit 6:2 und nun 5:1 im zweiten Satz in Führung. Aus drei Breakbällen hat Rostanio nichts machen können. Wir haben genau eine Stunde gespielt. Rechts im Bild haben Sie es an der Stadionuhr sehen können. Und das war das zweite Ass von Derek Rostanio.
30-15. Der 8. Ivan Lendl. Deuce. Lendl stand, wie Sie es hier sehen, recht weit vorn und konnte daher praktisch blockieren. Besser Ausschlag. Eine große Anstrengung mit einem schneller geschlagenen zweiten Aufschlag bringt Horst Tanjo endlich wieder ein Aufschlagziel. 5-2, aber eben doch immer noch eine klare Führung für Ivan Lendl. Der musikalische Derek Horst Tanjo, der Klavier spielt, ist übrigens ein Klavierspieler, der sich am liebsten mit der Klassik beschäftigt. Auch das vielleicht ein Erbe seines Vaters, denn Vater Rostagno war Musikstudent in Paris, als seine deutsche Frau Helga ihn in Paris kennenlernte. Ich sagte, die Nationalitäten, die da beteiligt sind, schon am Anfang, die sind fast verwirrend, denn geheiratet wurde dann in Uruguay. Wie gesagt, der Vater ist aus Argentinien, aber italienischer Abstammung. Derek ist in den USA zur Welt gekommen und ist und fühlt sich als Amerikaner. Ivan Lendl bereitet sein Aufschlagspiel vor, im zweiten Satz bei einer 5-2-Führung, das ihm nun diesen Satz bringen kann.
15 off. Sah ein bisschen gefährlich aus. Hier sehen wir diesen schnellen Lauf und das Abbremsen auf diesen Plätzen ist so schwer. 30 beide. Platz bei Lendl. Second set. 1-0, 6-2. Zu viel versucht mit dieser Vorhand. Und genau wie der erste Satz endet der zweite mit einem 6-2 für Ivan Lendl. Wir spielen gleich weiter im dritten. Deal.
30-40. Doppelfehler Nummer 9. 30-40. Und ein Stand. Wir sind nach wie vor im ersten Spiel des dritten Satzes. Wieder Breakball Lende. Und nochmal ein Stand. Steht Ivan Lendl mit 1-0 in Führung. Wir melden uns gleich wieder. Pflege verliert Feuchtigkeit, fühlt sich trocken und spröde an. Litamin bewahrt Ihre Haut davor. Mit einem ungewöhnlichen Tropfen fängt es an. Litamin mit Nährschutzlotion aus Kollagenproteinen. Und dann fühlen Sie, wie Litamin-Pflegedusche Ihre Haut mit Pflege verwöhnt. Litamin. Aufregend pflegen. Zurück in Flushing Meadow. Wir sind am Beginn des vierten Satzes. Ivan Lendl ist 1-0 in Führung gegangen in diesem Viertelfinale der Herren, indem er in den ersten beiden Sätzen schon mit 6-2 führt.
15 Beine. Game 1, Ivan Lendl, 2:0 im dritten Satz in Führung. Aufschlag, Horst Tanker. Doppelfehler Nummer 10. Sie hatten vorher schon die Statistik gelesen. Da waren diese Doppelfehler auch aufgezeichnet. Und Breakbälle für Lendl. Blockiert, aber sehr präzise blockiert. 15:40. Günter Bosch, ich weiß, Ihr Herz schlägt ein bisschen
für Derek Rostagno. Wir haben das alle gespürt. 3:0 liegt er nun im dritten Satz hinten. Aber eigentlich durfte er gegen Ivan Lendl doch auch nicht allzu viel erwarten. Ja, das ist ganz klar. Aber eben deswegen, wenn man gegen so einen Spieler spielt, dann muss man sich gar nicht allzu viel vornehmen. Man muss einfach versuchen, normal sein eigenes Spiel durchzusetzen. Die meisten Spieler in dieser Spielstärke glauben, dass sie ein hervorragendes Tennis spielen müssten, um so die Nummer 1 zu schlagen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Man muss normal spielen, genauso wie immer, und nicht überdrehen. Deswegen kommt das Ganze so zustande, dass da dieser Weltklasse-Spieler Lendl praktisch, abgesehen von den hervorragenden Schlägen, die er macht, aber zu 90% lebt er eigentlich und gewinnt von den Fehlern des Gegners. Es ist ja so, dass in diesem Turnier ja das öfters so der Fall war, wenn ich mir so die Ergebnisse da angucke. Also Woodford hat zum Beispiel weit nicht so gut gespielt wie gegen Wielander, weit nicht so gut gespielt wie gegen McEnroe. Oder ein anderes Beispiel hier, der Lozano, der hat 6-1, 6-2, 6-0 verloren gegen Connors. Und dabei hat er ein Spiel davor gegen Perez Roldan gewonnen, der immerhin einer der Top 15 Spieler der Welt ist. Also es gibt viele solche Beispiele von Spielern, die dann gegen einen Weltklasse-Spieler kommen und dann glauben sie, die Bälle müssen noch mehr an die Linien herangespielt werden. Man muss noch besser aufschlagen, man muss mit noch mehr Risiko den ersten Aufschlag oder sogar den zweiten machen und dann kommen so 10 Doppelfehler zustande und so leichte Fehler. Das ist das Problem. Natürlich spielt er zum ersten Mal gegen so einen Lendl, wenn er jetzt so 10 Spiele hinter sich hat gegen Weltklasse-Spieler, nicht nur gegen Lendl, denn das wäre ja ganz gut, dann kann er ganz mit einer ganz anderen Einstellung in so ein Spiel gehen. Da kann ihm der Trainer noch so viel erzählen und noch so viel Mut machen und ihm erklären, wie er es eigentlich angehen soll, so ein Spiel. Sehen Sie, Lendl macht ja genau solche Fehler wie er selber, nur dass die Fehler vom Rostagno wie viel mal häufiger sind als die vom Lendl. Das drückt ja eigentlich der Prozentsatz aus der Fehler. Und Ivan Lendl macht genau das, was uns Günter Bosch vorher erklärt hat. Er macht genauso einfache Fehler. Nur die Anzahl der Fehler ist geringer als die vom Rostan. Hier aber immerhin mal 30, 40 und ein Breakball. Natürlich darf Lendl warten, wenn ein Flugzeug über das Stadion fliegt. Andere Spieler dürfen das nicht.
Duke. Der vierte leichte Fehler von Lendl in diesem Spiel. Deuce. Vor einem Jahr hat Lendl diesen Ball noch schön longline gespielt. Jetzt kommt er einen Schritt zu spät an diesen Ball heran. Das ist der Unterschied zwischen Lendl letzten Jahr und Lendl in diesem Jahr. Viel hat nicht gefehlt. Lendl verdeckte den Ball für uns durch seinen Körper, aber ich konnte es von hier oben aus meiner Sprecherkabine etwas genauer gesehen. Dennoch richtige Entscheidung, der Ball war im Aus, Vorteil Lendl. Und trotz der Breakbälle, die wir in diesem Aufschlagspiel von Ivan Lendl hatten, hält er seinen Aufschlag 4:0 im dritten Satz. Lendl will offensichtlich seinen Schläger wechseln. Ja, er packt aus der Zellophanhülle den nächsten Schläger aus. Die Seiten werden ja nicht gewechselt bei diesem Spielstand. So sieht es für Derek Rostagno aus, der nun selbst aufschlagen wird. Lendl ist noch einmal an der Seite, packt noch einen neuen Schläger aus. Keine Zeitwarnung für die Nummer 1 aus dem Schiedsrichterstuhl von Richard Kaufmann. So, nun ist aber der richtige Schläger da.
Häftlinge. Da hielt Derek Rostagno nur noch der Form halber den Schläger hin. Den hat er richtig genommen, aber da konnte er nichts mehr machen. 0:30. Und da rettet sich Derek Rostagno in einen scherzhaften Ausruf. 5:0 für Ivan Lendl. Wir melden uns gleich wieder. Es ist das erste Mal, dass du Cliff nimmst. Und Cliff ist anders. Du reibst es auf die Haut. Und es kühlt wie ein Luftzug. Du nimmst mehr. Und dann spürst du es richtig. Cliff. Erfrischend kühl, erfrischend anders. Rohelmanda. Das ist typisch Dentis. Marzipan im Riegel. Das ist typisch Dentis. Mit allerbesten Mandeln. Beste Qualität von Centis. Oh, für mich Ben Nougat. Das gibt's nur von Centis. Der Nougat-Kern im Riegel. Das gibt's nur von Centis. Und Marzipan drumherum. Das schmeckt nach mehr von Centis. Ich stehe auf Fruzzimanda. Kinder, das ist Centis. Der fruchtig frische Riegel. Kinder, das ist Centis. Aus dem Marzipan vom Feinsten. Innen schmeckt es Frutti, Frutti. Oh Mann, nur von Centis. Belmanda, Belnuga, Fruzzimanda. Die drei neuen von Centis. Zum Reinbeißen. Thank you. Ivan Lendl, der in diesem Viertelfinale von Flushing Meadow noch kein Aufschlagspiel verloren hat, bereitet sich darauf vor, das voraussichtlich letzte Spiel in diesem Match aufzuschlagen. Thank you.
20-0 und 3 Matchbälle Lendl. Lendl heißt also der sichere Sieger mit 6:2, 6:2, 6:0 in diesem Viertelfinale. Und wenn dieses Match keinen sportlichen Höhepunkt gebracht hat bei den US